Situation, mit der hat man absolut nicht gerechnet. Zu den Situationen, die sehr plötzlich entstehen und die man relativ einfach vermeiden kann, gehört diese Situation. Ich beschreibe mal das Bild für die, die es nicht sehen können. Es handelt sich um Wellensittich. Hier haben wir einen offenen Fußring, der ist so halb offen. Und das sind die Gefährlichkeiten bei den Fußringen, nicht die geschlossenen Fußringe, sondern die halboffenen Fußringe, die man dann im Vogel um den Fuß drumherum klebt und zubiegt. Leider im Laufe der Zeit können dieses Material etwas ermüden, die arbeiten ein bisschen dran. Und wenn es dann so ein größerer Spalt entsteht, die Ringe möglicherweise verrutschen, dann übers Gelenk rutschen, wie es in dem Fall passiert ist, oder auch wenn sich dort drin etwas einfädelt, wie Baumwolle oder sonst irgendwelche Textilien oder auch Gitterstäbe, dann hängen die da dran, die Vögel, und es gibt schlimme Luxationen, auch manchmal Luxationen, Auskugeln von Gelenken oder auch Frakturen, Brüche. In dem Fall war es hier eine Luxation von einem Gelenk zusammen mit einer Schwellung des Gelenks und einer Hautverletzung. Wenn man rechtzeitig dran ist, geht es gut. Aber schon 20 Minuten Kopf nach unten hängt für so einen Vogel, da kann schon das Ende erreicht sein. Und das ist nicht nur bei dem kleinen Wellensittich so, das kann auch beim Kakadu der Fall sein, der 300, 400 Gramm auf die Waage bringt. Also das geht relativ schnell, so eine kreislaufbelastende Situation, Kopf nach unten, und irgendwann kollabieren die dann. Und daher offene Fußringe womöglich zu vermeiden, auf gar keinen Fall bei Vögeln, die sehr starke Beißkraft haben, wie Ara Ambigua, großer Soldaten, Ara Hyazinth, Ara Dunkelroter Ara oder auch die Kakadus, also fast alle Kakadus haben eine enorme Beißkraft, Ausnahme vielleicht der rosa Kakadu. Da sollte man offene Fußringe, wenn irgendwie möglich, vermeiden. Da gehört ein Mikrochip. Aber das sind auch Situationen im Haushalt. Viele haben Hunde, Vögel, Papageien, ich selber auch. Florian Müller auch und wahrscheinlich hier nochmal 10 andere. Man kann durchaus Hund und Vogel gemeinsam halten, aber es gehört immer das Auge drauf, ein wachsames Auge. Das ist mein Vogel, das ist mein Hund, ich kenne die beide gut, ich weiß vom Vogel, geht keine Gefahr aus für meinen Hund. Für meinen Hund würde ich das auch bei fast allen Vögeln sagen, zumindest ist da auch noch nie was passiert, ich schnuppert nur dran, aber es sind diese Situationen, die man nicht erwartet, die dann auch tödlich ausgehen. Das war dann das erste Mal, dass er gebissen ist. Das war das erste Mal, wo er hochgesprungen ist, und so ein Hund von 30 Kilo, da tritt man irgendwo drauf und dann ist schon ein großer Schaden entstanden. Das muss nicht unbedingt auch ein Biss sein. Und Futterneid ist natürlich auch so eine Geschichte. Der Vogel frisst ja sehr häufig und sehr in kurzen Intervallen, und auch der Hund hat ja immer Hunger. Und so kann so eine Situation entstehen, wo auch Eifersucht oder sowas Ähnliches entsteht. Dann Isolierungen natürlich, ne? Kabel, Vögel mögen alles, was kaputt geht, was weich ist, was gut zu zernageln ist, wer sie draußen fliegen hat, geht immer an irgendwelche Kabel dran. Ich hatte noch nie, vielleicht meine Kollegen schon, ich hatte noch nie einen Fall, wo ein Stromschlag zum Tod geführt hat. Wir hatten versenkte Schnäbel, das hat auch schon mal gestunken, das Keratin, das hat auch schon, aber dass sie tot waren, hatte ich noch nie. Ich zeige vielleicht schon mal. Also ich noch nie. Es liegt möglicherweise daran, die Zunge der Papageien ist sehr trocken. Das heißt, es ist kein guter Leiter für Strom. Und daher passiert relativ wenig, aber man kann einfach die Kabel isolieren, so ein Stück Aquarienschlauch der Länge nach aufschneiden, dann drumherum machen, und wenn man dann mal für einen Moment nicht hinguckt, ist der Schaden in der Regel auch nicht so groß, dass erstmal der Aquarienschlauch zerstört, den man hier auf dieses Stromkabel drumherum legen kann. Dann natürlich vermeiden muss man zu lange krallen. Es geht ja nicht darum, dass jetzt, das ist jetzt ein Kanarienvogel, aber dasselbe gibt es auch in Papageien, in Zittich. Zu lange krallen führt dazu, dass dieser Vogel nicht mehr vernünftig sitzen kann, dass er hängen bleibt. Es ist einfach eine viel längere, eine viel größere Länge der Zehe zu kontrollieren von dem Vogel. Das sind sie auch nicht immer gewohnt. Und dann bleiben sie dran hängen an einem Gitter oder an irgendetwas anderem. Was passieren kann, im besten Fall schut die Kralle aus, das bedeutet, die wird gezogen es blutet ganz ordentlich. Blutung kommt auch in aller Regel wieder zum Stillstand, das heißt, wir haben ein Leberproblem, das ist dann häufig an Gerinnungsfaktoren, das ist ein bisschen länger, aber es ist auf jeden Fall ein sehr schmerzhafter Prozess und kann man einfach vermeiden, Krallenpflege regelmäßig. Und für den Fall, dass mal wirklich was passiert, man hat es schon 10-mal
gemacht, man traut sich das selber zu, die Krallen zu schneiden. Das ist nicht so einfach, wie es ausschaut. Es kann aber auch dem Tierarzt passieren, dass da mal ein Läppchen Blut kommt. Aber wenn Sie mal darauf geachtet haben, so der Tierarzt schneidet, er macht immer Stück für Stück. Er macht selten einen Schritt und dann ist gut, sondern er nähert sich den Blutgefäßen. Und dann merkt man auch schon ganz gut, wie da die Gegenwehr kommt, ob die Kralle zurückgezogen wird oder nicht, sodass man den sensiblen Bereich schon der Reaktion des Vogels spürt, bevor da überhaupt das Blutgefäß kommt. Und dann ist es so, jede Kralle und jeder Vogel ist ein bisschen unterschiedlich. Bei dem einen blutet es früher, da beginnt die Blutgefäße ein bisschen früher als bei den anderen. Und wenn man Vögel mit dunklen Krallen hat, Graupapagei zum Beispiel, Edelpapagei, da sieht man halt kein Blutgefäß und nicht das Ende des Knochens. Da muss man nur so in etwa seinen Erfahrungen trauen und den Stück für Stück vor, sodass man da keinen großen Schäden hervorruft. Wenn man wirklich blutet, man kann Blutstillung betreiben, da sage ich nachher noch mal ein bisschen was dazu. Aber in der Regel ist der Schmerz größer als der Kreislauf oder die Kreislaufbelastung. Das ist ein einfacher Verband, vorhin haben wir schon gehört, Verbandspflaster, mit dem benutzt man dieses Leukosilk. Es ist sehr einfach klebend, nicht so fest wie das Leukoplast, aber es enthält eben auch kein Zink, sind Klebemittel, hat noch einen weiteren Vorteil, es haftet nicht so stark an den Federn, wenn man mal wirklich eine Feder draufkommt. Und dass man das ganz gut bei Verbänden auch anlegen können, indem man hier ein ganz simpler Verband, um dieses Gelenk hier bei diesem Kanarienvogel zu stabilisieren, die Verbandsstreifen unten drauf, die Verbandsstreifen oben drauf und an den Rändern einfach platt gedrückt und das war's, dieser Gelenk ist stabilisiert dadurch, wenn es richtig gemacht wird natürlich. Ein Bein zu umwickeln ist zwar gut bei so Hautrunden, aber für eine Stabilität eines Knochens oder eines Gelenkes bringt es nicht viel, weil wir ja keine Rotationsstabilität haben. Das heißt, durch den umwickelten Verband dreht sich der Knochen und das Bein darunter. Für eine Dermatitis, für eine Hautentzündung okay, wenn ich die Seite schützen will, aber nicht, um das Bein zu stabilisieren. Dann haben wir natürlich diese schlecht vermeidbaren Situationen, diese Verletzungen, die auftreten können, wenn wir Tiere paarweise halten oder in Gruppen. Und natürlich, Kakadus neigen dazu, da gibt es diese Paaraggression meistens vom Menschen gegenüber dem Weibchen. Bei den Palmkakadus habe ich die Aggression immer nur gesehen von dem Weibchen gegenüber dem Männchen. Eben Paaraggression sind auch solche Tiere, wo es eher die Weibchen aggressiver sind, den Menschen gegenüber auch die Halsbeine sind, aber üblicherweise sind ja die Weibchen die Opfer. Hier ist ein Stück des Oberschnabels herausgebrochen, blutet nicht, also das heißt, da tropft jetzt kein Blut runter, aber eine sehr schwerwiegende Verletzung ist das. Und es ist auch nicht erledigt in der Woche, sondern darunter liegt eine Höhle, eine knöcherne Höhle, die kann sich entzünden, da kann eine Aspergillose daraus entstehen. Das ist ein Gang zum Tierarzt, das ist auch unvermeidlich. Das habe ich nicht mit ein bisschen Salbe und Schmerzmittel erledigt, sondern es erfordert ernsthafte und ganz intensive Betreuung. Auf jeden Fall auch, oder in den meisten Fällen insofern, auch eine Narkose und eine Nachkontrolle. Also das ist nichts, was schnell erledigt ist, selbst wenn kein Blut kommt. Ist Verletzung bei den Amazonen, in dem Fall ist es hier ein Kionus, ein Schwarzrohrpapagei, hier am Kopf betroffen. Die Haut über dem Schädel, über dem Knochen, ist ganz dünn, die geht ziemlich schnell auf. Und darunter kommt dann bei so einer Bissverletzung ganz häufig schon der Schädelknochen zum Vorschein. Wenn wir die Tiere dann sehen, manchmal ein paar Stunden später, manchmal auch ein paar Tage später, wenn es einfach zu lange gewartet wurde, dann sieht man, dass die Haut sich schon zurückgezogen hat und dieses Loch viel größer ist, als es ursprünglich war. Die Blutung ist da zweitrangig, der Blutverlust ist gering. Aber ich habe hier einen offen liegenden Knochen und das ist natürlich ein Eintrittsvorteil für Bakterien. Der Knochen trocknet auch aus, drumherum ist ein feines Häutchen. Das Periost, die Knochenhaut, ist sehr, sehr schmerzempfindlich. Wir merken das, wenn wir mit dem Schienbein irgendwo dagegen rennen, da ist nämlich sofort das Knochen, das Periost, die Knochenhaut unter der Haut, das tut also richtig weh. Muss entsprechend versorgt werden, wenn es zu lange dauert, dann hat sich leider dieser Spalt hier zu einem richtigen großen Fleck entwickelt, wo sich die Haut zurückzieht. Und wenn wir das dann chirurgisch versorgen, in dem Fall, man sieht es natürlich hier nicht so schön, ist einfach zusammengerafft worden die Haut. Das ist wie so eine Gesichtsraffung, das macht die Haut ein bisschen spitzartig nach oben, aber der Blutfluss muss noch funktionieren.
Das gibt sich in aller Regel auch wieder. Die Haut entspannt sich nach einer gewissen Zeit wieder, kann man alles operieren und ist auch nicht so schwierig, aber für wichtig, kein Zeitverlust. Also wenn heute die Verletzung ist, heute zum Tierarzt, morgen kann es schon, oder sind die Bedingungen einfach schon schlechter. Manchmal erwischt auch den Tierarzt selber. In dem Fall meine Kollegin, die Susanne Vorbrück, das war erst vor zwei Wochen, Weißhaut, Kakadu, hier sind ganz liebe Vögel, aber Stresssituation, Kakadus können unheimlich viel Kraft auf den Punkt bringen. Das heißt, im Gegensatz zu den Amazonen oder zu den Papageien sprechen die locker zurück. Das ist für die kein Problem. Es können auch große Aras, der Gelbbrustara eher nicht. Dafür, obwohl er so einen Riesenschnabel hat, reicht ihm seine Kraft in aller Regel nicht aus für einen erwachsenen Menschen. Aber für den Kakadu kein Problem. Und da hat sie aber noch gelacht, das weiß ich noch, was sieht. Und schön geblutet, es war ein Notdienst hier und hat sich gleich noch selbstständig tierärztlich versorgt. Hier die Naht zugemacht, war ordentliche Naht. Ich habe sie hier nochmal frisch fotografiert, das war gestern. Sieht ordentlich aus. Und ist auch nichts weiter passiert mit dem Kakadu. Wir haben hier auch einen anderen Weißhauten-Kakadu, Rotenleitung, was man hier sieht, ne, von Benjamini, da knabbern wir rum, Benjamini ist nicht immer so ganz gut verträglich, aber die Scheiben hier auch mit so Greifvogel-Signalen hier drauf, mit so Aufklebern, damit sie die Scheibe erkennen. Scheiben sind an sich nicht so problematisch, wenn die Vögel nicht erschrecken. Ein erschreckter Vogel, der fliegt auch gegen die weiße Wand und knallt dann runter, dann ist die Scheibe nicht besser als die Wand. Aber der muss seine Umgebung kennen. Als Übergang tut so ein paar Post-it zum Beispiel mal hinhängen an die Fenster, damit die einfach sehen, wo ist denn jetzt das Ende der Scheibe, oder man lässt sie mal wirklich richtig schmutzig sein für eine Zeit lang, bis der sich auskennt. Und dann passiert da auch nichts weiter. Die Fahrer sind Windschönen, das ist ein ganz anderer. Die kommen ja nicht mit 5 Meter Anlauf, sondern in vollem Schwung, mit voller Geschwindigkeit, und knallen wir uns gegen die Scheibe, die sie nicht sehen. Und da haben wir ganz andere Traumata, die auf so einen Schädel einwirken. So ein Vogelschädel, der hält das aus. Also mit 3 Meter Anlauf gegen eine Wand zu fliegen oder gegen eine Scheibe, da verletzt er sich in der Regel mit Ausnahme von diesen Kopfschmerzen noch nicht stark. Dann passiert aber Folgendes, er fällt nach unten. Und dann haben wir häufig einen Abriss, einen Abbruch der Schnabelspitze, ganz schmerzhafter, stark blutender Vorfall. Oder auch ein aufgeschlagenes Brustbein, auch hier ist der Knochen direkt unter der Haut. Da haben wir hier häufig Verletzungen, blutende Verletzungen, die manchmal genäht werden müssen. Oder auch mal einen Flügelbruch, wenn er eben nach unten sackt und der Flügel hängen bleibt. Und das ist dann das größere Problem. Ansonsten halten die schon ganz schön was aus, zumindest mal so ein Schädel von so einem Blut. Dann haben wir die Coracoid-Fraktur, ein Bruch. Coracoid ist ein Knochen im Schultergürtelbereich. Ne? Das Warum-Schnabelbein heißt das beim Vogel. Bricht relativ leicht bei so einem sogenannten Anflugtrauma, so nennen wir es, Vogel fliegt vom Stürzregen oder dagegen. In dem Fall war das eine Amazone, Doppelgelbkopf-Amazone aus der Stuttgarter Population. Da gibt es 57 Amazonen derzeit, frei fliegend. 1985, glaube ich, waren das die ersten 2 gesichtet, ausgebildet. Und inzwischen haben wir 57 Tiere, inzwischen auch ein paar Blausterne dabei. Die halten sich, die vermehren sich da ganz gut. Die Population ist stabil bei dieser Tierzahl. Das sind anders wie die Halsbandsäbchen, die sich weiter ausbreiten. Und jetzt passiert Folgendes bei einer Coracoid-Fraktur. Sehe ich von außen keine großen Verletzungen. Das Einzige, was ich vielleicht sehen kann, ist, dass der Flügel etwas hängt oder die Flügelspitzen nach oben zeigen. Also immer linker Flügel, rechter Flügel, gibt es da Unterschiede. Und dann hat man Untersuchungen gemacht in Kanada und hat mal geguckt, was bringt uns hier den größten Erfolg? Entweder Chirurgen neigen sofort alles in Narkose zu legen und zu operieren, machen die auch sehr gerne, auch mit einem hohen Erfolg. Ein Vogelknochen ist wirklich wunderbar zu operieren, es funktioniert in einer ganz schnellen Heilung. Also wenn ich jetzt da so einen Gipsverband sehe, also Knochenbruch bei Menschen zum Beispiel, ich glaube, die Metallimplantate, die werden vielleicht so nach 6 Monaten entfernt. Beim Vogel machen wir sie in der Regel schon nach 14 Tagen raus. Das ist ratzfatz. Das hat aber auch zur Folge, wenn ich 2-3 Tage warte, haben sich die Knochenenden schon umgebaut. Dann sieht die Situation schon wieder schlechter aus. Das heißt, eine frisch versorgte Fraktur, schnell operiert und in 14 Tagen die zweite Operation, um die Implantate zu entfernen, die sind fast allen Knochenfrakturen, fast aller Vogelarten ausreichend. Manchmal muss man noch ein bisschen länger drin lassen, aber in der Regel 14 Tage reichen. In dem Fall war es jetzt hier, dass der Verband
war die bessere Prognose. Das heißt, 6 Wochen Behandlung, Flugfähigkeit natürlich eingeschränkt durch den Verband. Hier bricht ein kleiner Knochen und die Untersuchung in Kanada hat ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit, diese Wildtiere wieder wildbahnfähig zu machen, wir wollen sie ja nicht nur fliegen lassen, sondern sie müssen gut fliegen, diese Wildtier- oder wildbahnfähig zu kriegen, liegt bei über 80%, zwar 83% oder 86%, und zwar mit der konservativen Therapie, mit einem Verband, also nicht mit einer Operation. Die Operation war hier die eindeutig schlechtere und aufwendigere Maßnahme. Und seitdem machen wir diese Frakturen, sofern sie nicht offen sind, sofern sie nicht bluten, ohne Operation und mit einer sehr guten Prognose. Kann aber leider auch mal passieren, hatten wir auch schon so Fälle. Mauersegler, Fraktur, Flügel, aufgepäppelt, 6 Wochen lang mit dem Verband, dann nochmal 2 Wochen ohne Verband, hat gut geflogen. Mauersegler sind einfach in die Luft zu kriegen, das funktioniert recht gut. Und nach einer Runde über den draußen am Parkplatz, die holen sich in der Gegend in der Regel auch selber ab. Ne? Das heißt, dass Mauersegler fliegen in der Region, wo Mauersegler sind, kommen auch andere Mauersegler runter. Aber nicht nur der Mauersegler, in dem Fall war es die Baumpfeife, die Futtervogel. Die hat natürlich gleich gesehen, da stimmt was mit dem nicht. Und häufig sieht man die nicht. Ich habe zweimal in meinem Leben mit Baumpfeife gesehen und der hat leider unsere 8 Wochen Therapie dann zunichte gemacht und dann nehme ich hier. Das ist auch der Grund, warum man einen Wildvogel nicht einfach so operiert und dann bringt man den hin und dann hohen Aufwand und dann wieder raus in die Wildbahn. Leider Frakturen beim Wildvogel endet häufig. Entweder in einer Auffangstation, wo man sagen, okay, er kann nicht so gut fliegen wie alle anderen und der Baumfalke oder der von mir aus habe ich, die auch auf den Vogelfang spezialisiert sind, oder der Wanderfalke oder der Sperber, auch das ist ein Vogelfänger, die sehen ganz genau, wer fliegt ein bisschen schlechter wie der andere und das ist der Futter für morgen. Und diese Tiere haben keine große Überlebenschance. Das heißt, man überlegt sich gut, was können wir noch auswildern und was leider aber auch nicht mehr. Dann zur Therapie, ne, bei Verletzungen. Ruhe bewahren, das ist es im Wesentlichen. Also, ob ich jetzt in dieser Minute oder 3 Minuten später reagiere, das macht in den meisten Fällen keinen Unterschied. Außer der Vogel hängt irgendwo mit dem Kopf nach unten und ist halt gehängt oder der hat eine schwere Blutung. Aber in der Regel, Ruhe bewahren ist schon mal viel wert. Nach 5 Minuten geht man mal ran an die Situation. Selbst bei blutenden Wunden ist es häufig so, dass nach 5 Minuten die Blutung gestillt ist. Der Blutverlust, wir haben es schon vorhin gehört, die halten dann schon was raus. Ich habe vorhin nochmal und nachher nochmal ein kleines Video dazu. Die Wunde zu versorgen, Blutung stoppen. Manchmal muss man es machen, manchmal muss man es auch nicht machen, weil man alleine gestopft hat. Wundversorgung antiseptisch, das heißt mit Salben. Bei größeren Verletzungen, bei Verletzungen, wo Knochen offen liegen, sofort zum Tierarzt. Da hat es überhaupt gar keinen Sinn, dass man da irgendwie was macht und im Zweifelsfall anrufen. Auch da gibt es ein Notfalltelefon, wenn der Tierarzt nicht gerade in einer OP steckt, dann geht er ans Telefon und wenn gerade besetzt ist oder das Telefon klingelt, dann muss man halt ein paar Minuten warten und dann nochmal probieren, dass man dann den Tierarzt rankriegt. Und die meisten Tierärzte sind auch am Wochenende erreichbar, da gibt es entweder so einen tierärztlichen Notruf oder wirklich eine Notfallnummer, wo man sich abgesprochen hat. Und dann wird am Telefon besprochen, wie es weitergeht und wenn es notwendig ist, dann eben auch zum Tierarzt vorstellen und in der Regel muss der vor allem mal den Kreislauf stabilisieren, Infusionen geben und so weiter. Das ist für sie zu Hause nicht möglich, aber Maßnahmen auch selber zu ergreifen, im Notfall lieber anrufen, absprechen, Situation erklären. Nach 2-3 Minuten weiß der Tierarzt meistens, wie die grobe Situation ist und sagt dann, kommen oder nicht schlimm, können wir so lassen. Das hier ist so eine, man sieht es nicht deutlich, aber es war mal in Lucino, Lymphensittich, lebt immer noch, glaube ich zumindest mal, aber hier in dem Bereich ist er knallerrot, eine Feder, die da umgeknickt ist und abgebrochen ist und eine Feder, die im Wachstum sich befindet, die innerhalb gerade so eine lange Schwungfeder, 8 Wochen, dann ist die aber auf diese Länge beim Ara ausgewachsen, die steht regelrecht im Blut, wenn die jetzt gebrochen ist und da reicht schon ein Fingerschnipp oder ein Schlag mit Flügel irgendwo dagegen an der Kante, dann tropft das da richtig raus, verbluten wird er deswegen nicht. Das heißt, da kann man ruhig mal sich beruhigen, auch wenn es so ausschaut, aber es wird nicht allzu viel passieren in der Situation. Man kann schon den Tierarzt anrufen, die Situation, Kreislauf schildern, wie es ausschaut, ist er aufgeblustert, atmet er schwer. Also es kann Hinweise sein, dass man eingreifen muss, aber in der Regel muss man
nichts tun. Dann gibt es natürlich die Blutstiller, vorhin schon mal angesprochen, die Glaudenwarte ist aus dem Handel genommen, da war es aber, glaube ich, kurz wieder da. Dann gibt es diese Gelaspoon, das sind so kleine Schwämmchen, die Frau Dr. Rebal auch empfohlen hat, haben wir auch in der Praxis. Das sind kleine Schwämmchen, die legt man irgendwo ein, die saugen sich dann voll mit Flüssigkeit und stillen die Blutung. Es gibt solche Ätzstifte, wenn man sich beim Rasieren beschnitten hat, kann man die also Drogerie holen und sich drauftupfen, auch das ist für oberflächliche Wunden in Ordnung. Ich habe mal vor kurzem jetzt, auch in Vorbereitung des Vortrags, mal geguckt, was gibt es jetzt noch als Alternative zu dem Glauden. Also es gibt auch dieses Pulver und allen möglichen Kram. In aller Wirksamkeit habe ich sie nicht mal dazu, ich weiß es nicht. Aber in der meisten Fälle ist es auch so, dass ein Blutverlust nicht zum Tod führt. Das ist in der Regel eines gesunden Tieres. Und da gibt es auch eine Untersuchung, an Wachteln hat man das gemacht, einen ganz schlimmen Versuch, heute wird man vielleicht nicht mehr machen, damals hat man ihn gemacht, um eine Tödlichkeit festzustellen, bei Giften zum Beispiel, aber auch bezüglich des Blutverlustes, gibt es eine Quote, die heißt LD50, letale Dosis 50. Das heißt, 50% der Tiere in diesem Versuch sterben, die anderen 50% überleben. Das gilt als Hinweis, wann ist eine Dosis toxisch, beziehungsweise führt zum tödlichen, in dem Fall Blutverlust bei den Wachteln, bei den europäischen Wachteln gab es diesen Versuch vor 30 Jahren und da haben sie festgestellt, dass ein Blutverlust von 60% des Gesamtblutvolumens, und das ist beim Wellensittich 3 Milliliter circa eine tödliche Dosis wäre. 3 Milliliter, das ist enorm. Also das ist unglaublich. Und selbst dann, 60% des Blutvolumens fehlt, 40% hat er noch drin. Ich glaube, der Mensch wäre wahrscheinlich schon alle tot. Der Vogel schafft das in der Regel noch, wenn er gesund ist und wenn man ihn nicht unnötig stresst. Da ist dieser Blutverlust, das kriegt man kaum hin. Durch eine Blutabnahme schon gar nicht. In dem Fall jetzt hier ein Video zur Blutabnahme Wellensittich. Also letale Dosis 50, wären so circa 2,5-3 Milliliter, je nach Wellensittichgröße. Und wir nehmen jetzt hier 0,25 Milliliter, man braucht 0,1 Milliliter, 0,25, da hat man noch viel. Das war ein ganz schneller Wellensittich. Und es geht, ich glaube, 44 Sekunden oder 46 Sekunden oder sowas, dann hat man Blut. Für eine Blutuntersuchung kann man organprofile, Hämatologie und so weiter nehmen. Und dem Vogel passiert dabei nichts. Also wir sind noch ganz weit im grünen Bereich, wo der Vogel kein Kreislaufproblem hat. Aber natürlich ein Herzproblem schon vorher gehabt oder war schon blutleer aus irgendwelchen Erkrankungen. Dann wird es nicht besser nach der Blutabnahme. Aber da passiert dem Vogel nichts. Und das kann man auch beim Wellensittich machen. Und da gibt es tolle Geräte, die mit 0,1 Milliliter voll zum Auskommen. Viele Vogelpraktiker haben solche Geräte auch. 0,1 Milliliter, das sind 4 Tropfen. Damit kriege ich 12 verschiedene Blutwerte. Und es ist nicht erforderlich, so einen Vogel leer zu machen. Und das ist die Menge. Ne? 0,25 Milliliter, das habe ich dem Wellensittich weggenommen. Größenvergleich, Büroklammer, und das ist der Blutfleck. Riesig, ne? Wenn man das in den Gelenkboden zurückzieht, denkt man, Notfall, Vogel tot. Aber war nur der Tierarzt. Ja? Also da passiert nichts. Und, ja. Das war schon. So, vielen Dank, Herr Dr. Fritsch. Sehr interessant. So viel Blut kann man verlieren und es lebt noch. Toll.